Guten Abend, meine Damen und Herren. Es scheint uns an der Zeit, einmal ein ernstes Problem zu besprechen. Hast du das gehört? Das ist wirklich ein Problem, Stan. Wir haben uns die größte Mühe gegeben, festzustellen, wie die beiden Herren, mit denen wir heute wieder das Vergnügen und die Ehre haben, in unserem Lande zu dem etwas ungehörigen Beinamen Dick und Doof gekommen sind. Ich kann doch nichts dafür, Dicker. Wieso kannst du nichts dafür? Und nenn mich nicht immer Dicker, du Doofer. Es ist uns trotz intensivster Nachforschung leider nicht gelungen zu erfahren, wer sich dieses Etikett hat einfallen lassen. Es scheint sich aber um einen schon seit langer Zeit eingeführten Unfug zu handeln. Alles, was wir herausgefunden haben, ist, dass man den beiden Gentlemen auch anderswo ihre wahren Namen streitig macht. So nennt man in Italien Herrn Laurel und Herrn Hardy zum Beispiel Krick und Krock. In Polen Flip und Flap. Und auch in anderen Ländern haben sie noch andere Kosenamen. Ja, du hast recht, Olli, du kannst deinen Stein niemals umstimmen. Hm? Die beiden Betroffenen haben niemals einen Zweifel daran gelassen, wie sie genannt sein wollten. Und auch in ihren Originalfassungen haben sie sich selbst nie anders vorgestellt als so. Ja, Stelle Laurel. Oliver Norvel Hardy, Herr. Die Schauspieler Laurel und Hardy haben sich also immer namentlich mit ihren Filmfiguren identifiziert. Wie kam das? In den früheren Zeiten des Slapstick-Films entwickelten die Produktionsgesellschaften komische Figuren mit bestimmten Charakteristika, die von verschiedenen Komödianten dargestellt wurden. So spielte zum Beispiel Oliver Hardy in den Anfangszeiten seiner Karriere eine Figur namens Helpful Henry. Und Stan Laurel verkörperte eine Type namens Hickory Hickam. Wurde ein Komiker nun entlassen oder wechselte er aus freien Stücken die Stellung, so konnte er den Rollennamen nicht mitnehmen. Diese Typen und ihre Namen waren Eigentum der Produktion. Deshalb, sagt Hardy, haben wir dann unseren eigenen Namen benutzt und die konnte uns niemand stehlen. Ich bin Mr. Hardy und das ist mein Kompagnon Mr. Laurel. Sehr angenehm, ganz meinerseits. Herr. Warum es Ihnen nichts ausmachte, mit den Einfallspinseln identifiziert zu werden, die Sie spielten, und warum Sie sich gegenseitig in Ihren Filmen immer mit größtem Respekt vorstellten, das erklärt Oliver Hardy dem Filmhistoriker John McCabe eindrucksvoll. Es stimmt, dass wir in den Filmen großen Respekt voreinander bezeigen. Wenn ich Stan vorstelle, dann sage ich stets, ich möchte Sie mit meinem Freund Mr. Laurel bekannt machen und er macht es entsprechend. Diese beiden Kerle sind sehr, sehr nette Leute. Sie bringen es nie zu etwas, weil sie beide so dumm sind. Ich glaube, einer der Gründe, warum die Leute uns mögen, ist, dass sie sich uns gegenüber so überlegen fühlen können. Selbst ein 8-jähriges Kind kann sich uns gegenüber überlegen fühlen. Deshalb lacht es. Aber um auf dieses Mr. Laurel und Mr. Hardy zurückzukommen, diese beiden Knaben haben so viel Existenzberechtigung auf Erden wie irgendjemand sonst. Und sie haben genauso viel Anrecht, Mr. genannt zu werden, wie irgendjemand sonst.